So, da sind wir wieder mitten im Bau an der Monsterfalle oder zumindest angefangen. Wir sind ja auf Lava gestoßen. Auf der einen Seite finde ich jetzt ein bisschen schade, dass ich keine Goronrüstung craften kann. Auf der anderen Seite, ah ja, mein Gott, ne, wenn ich sie craften könnte, müsste ich wahrscheinlich auch erstmal ins End und bräuchte irgendwelche, keine Ahnung. Oder im Nether. Ich glaube, im Nether würde das hinhauen, weil der Nether ist ja voller Lava und das sind ja auch lavaresistente Monster. Es wäre eigentlich eine Idee. Es wäre eigentlich eine Idee, lieber Sinobin. Wie wäre es denn damit, dass man sich zum Beispiel die Goronrüstung und die Zora-Rüstung craften kann mit Materialien, die dazu passen? Zum Beispiel die Goronrüstung, dass man da. Weil man kennt ja, dass die Monster aus dem Nether zum Beispiel feuerresistent sind. Dass die Monster aus dem Nether, zum Beispiel die Wither-Skelette oder so, irgendwas droppen, womit man eine Rüstung feuerfest machen kann, beziehungsweise womit man dann sich die Goron-Rüstung machen kann und die Unterwasseratmung zum Beispiel bei diesen Unterwassertempeln, da gibt es ja diese komischen Wächter oder so, dass diese Wächterbosse vielleicht was droppen, womit man dann zum Beispiel die Zora-Rüstung craften könnte. Es wäre doch eine Idee. Und es ist beides nicht so einfach, dass du die einfach so hinterhergeschissen kriegst. Ich meine, dass man jetzt hergeht und sagt, okay, das Material zum Craften von der Goron-Rüstung droppt irgendwie dieser Wither-Boss. Ich glaube, das finde ich ein bisschen zu extrem. Weil ich finde den Wither-Boss selber schon sehr extrem. Aber so bei Wither-Skeletten oder dass die Mets vielleicht in Truhen sind bei irgendwelchen Nether-Festungen oder irgendwie sowas, klingt doch eigentlich auch ganz interessant. Oder was meinst du denn dazu? Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bei den Stiefeln wüsste ich jetzt auf die Schnelle nichts. Ich kenne irgendwie nichts, das an Monstern, das irgendwie sehr, sehr schnell ist oder so. Das sagt mir jetzt nichts. Aber so für die Zora-Rüstung und für die Goron-Rüstung wäre das doch auf jeden Fall auch mal eine Idee. Nur so als Beispiel. Weil ich will mich nicht beschweren. Ich finde das eigentlich cool, dass man die finden kann. Man muss da halt wieder auf Suche gehen und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt zu sagen, wir könnten eigentlich mal wieder auf Reisen gehen, zu versuchen, ein paar Dörfer zu finden, ja, die halt eventuell vielleicht wieder Sachen haben, wo ich brauchen könnte. Also hinsichtlich der Rüstungen und so, ne? Auch von daher. So, ich packe jetzt erstmal hier alles rein. Da fällt mir aber ein Dorfbewohner wollte, glaube ich, Weizen haben. Aber ich glaube, es ist gerade dunkel. Ich muss also erstmal schlafen. Ach nee, es ist gerade hell geworden. Auch nicht schlecht. Gut. Da drüben ist irgendwo das Dörfchen. Wo war das denn nochmal? Singender Wald, da unten war das. Genau. Das kann aber weg. Das brauche ich hier nicht. Wir gehen mal schnell zum Singenden Wald rüber und schauen da mal nach. Ach so, das war dieser Eingang. Und schauen da mal nach, weil da kriegt man ja die Smaragde als Tauschgeschäft. Und da würde ich ganz gerne mal gucken, was es bringt, wenn man da einen Smaragd reinsetzt. Weil ich habe ja nur noch diesen einen Modifikator leider drinne. Und das finde ich ein bisschen wenig. Aber es gibt ja das Item, dass man einen Modifikator hinzufügt, aber man kann ihn nicht craften. Und ich weiß auch nicht, wo ich den herkriege. Da hätte der gute Sinobin zum Beispiel wieder die Möglichkeit, vielleicht etwas hinzuzufügen bei diesem Tinker. Hä? Du Drecksau! Da kommt er. Ja, mittlerweile finde ich das auch richtig assi, wie die Skelette sich verhalten, weil die bleiben nicht einfach mehr stehen, sondern die laufen jetzt rum und schießen dich ab. Und das ist so assi. Da kommt was von rechts und von links. Aua! Aua! Ich brenne! Aua, aua, aua! Ich brenne! Au, 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 au! Das tat weh. So, mein lieber Skelettmann, grüß dich!
Oh, da hat ein Skelettkopf gedroppt. Guck mal. Die kann ich sogar anziehen. Guck. Aber dann habe ich keine Rüstung mehr, glaube ich. Das ist nur so optisch. Aber hey, wir haben einen Skelettkopf gekriegt. Schick. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Es könnte hier noch irgendwas rumstehen um die Ecke, was nicht so toll ist. So, dann schauen wir mal, ob wir einen finden. Da haben wir gleich einen Priester. Bibliothekar ist es. Hier können wir Bücher kaufen. Und ein verzaubertes Buch, was aber sehr teuer ist. Hier kann man Papier. Wir bräuchten, glaube ich, einen Bauer oder einen Farmer oder wie das heißt. Da haben wir ihn doch schon. Oh, Ja. So, ich will nur erstmal schauen, ob das was bringt. Moment. So, was haben wir hier? Irgendwie bringt ein Diamant mehr, habe ich so das Gefühl. Haltbarkeit auf 800. Abbaugeschwindigkeit nicht erhöht, Angriffsschaden auch nicht erhöht und weil normalerweise sind Smaragde doch eigentlich noch viel seltener als Diamanten, oder? Gut, dann würde ich sagen, bunkern wir einfach die. Dann bunkern wir, würde ich sagen, einfach die Diamanten. Oh, guck, jetzt hat er schon mehr freigeschaltet, glaube ich, hier. Dann würde ich sagen, bunkern wir die Smaragde hier einfach für den Handel und die Diamanten kommen dann auf die Rüstungen drauf. Finde ich schade, weil ich dachte jetzt wirklich, dass die Diamanten mehr, die Smaragde mehr. Da steht Busch. Ich dachte wirklich, die Smaragde würden mehr bringen. Deswegen habe ich es jetzt mal getestet. Aber gut, dann benutzen wir halt die Dinger wirklich nur zum Handeln und. Hä? Jetzt kann ich hier auch nicht mehr hoch? Hä? Wie merkwürdig ist das denn? Vorhin konnte ich da hochlaufen, jetzt geht's nicht mehr. Was hatte ich denn? Hatte ich irgendwie einen Buff oder was? Liebe Leute, die wo ihr mir zuguckt, wenn ihr seht, wenn ihr den Grund seht, warum ich da vorhin irgendwie hoch konnte, ohne zu springen, dann sagt mir doch bitte Bescheid, weil ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. So unterwegs erstmal ein paar Beeren essen. Ich habe nämlich Hunger und ich habe in der Realität übrigens auch voll Hunger. Ich glaube, ich muss dann erstmal Essen machen. So, das Blümchen nehme ich auch noch mit. Die sind ja wichtig. Ah, es juckt. La 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 la. Alter, schon wieder 11:45 Uhr. Alter, ich nehme hier schon wieder ich nehme schon 3 Stunden auf. Wann hatte ich denn angefangen aufzunehmen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Da tut sich auch nicht wirklich was. Die setze ich mal hier vor. So. Da drüben ist unser Zuckerrohr. Ah, da brauchen wir dann auch wieder unsere Farm. Gut, dann parken wir ein Skelett. Kann ich den irgendwo draufsetzen? Guck mal. Ein Skelettkopf. Das nehme ich mit runter. Das ist, glaube ich, auch der von unten. Oh Gott, wir haben auch noch gar keinen Bogen, fällt mir gerade so ein. Wir haben auch noch gar keinen Bogen. Irgendwie ist das manchmal ein bisschen verwirrend. So ganz dezent. So, das packen wir wieder dahin. Wo ist er? Wo sind unsere Diamanten? Nee, da brauche ich das. Nein, Zapfluss! Nein, ich glaube, ich habe bei dem Dorf das Tinker-Ding vergessen. Nein. Och Mann. Naja, wie heißt so schön? Was man nicht im Kopf hat, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Ne? Also, das heißt, noch mal ganz flott rüber zum Dörfchen und das Tinker-Dingens holen. Nein, da habe ich das einfach mal da stehen lassen. Mist.
Wenn ihr übrigens auch Minecraft spielt, was habt ihr denn schon für Bauten zustande gebracht? Habt ihr denn schon mal richtig riesige Projekte gehabt? Oder habt ihr auch eher nur so klein gebaut? Seid ihr in Gruppen unterwegs gewesen? Habt ihr irgendwie als Community was Großes gebaut? Und ich finde gerade den Tisch nicht mehr. Wo hatte ich den denn hingestellt? Hallo? Hallo? Tinkertisch, wo bist du? Ah, da ist er. Und da ist sogar der Hammer noch drauf. Alter. Ah, guck mal, jetzt kann ich das hier gerade. Guck, hier sieht man es jetzt. 1741, Angriffsschaden 7. Ist doch deutlich besser, ne? So. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass es doch deutlich stärkere Waffen gibt, aber die kommen halt alle erst viel, viel später. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal hier die Sachen aufrüsten, soweit ich die aufrüsten kann. Und dann ist es jetzt soweit, die Spitzhacken ja aufzubrauchen und dann halt wirklich nur noch irgendwie Hammer und Spitzhacke von Tinker dann einfach zu benutzen. Dann haben die normalen Dinger nämlich ausgedient. So, haben wir hier irgendwas, das wir uns klauen könnten? Nö, die waren mal wieder schneller gewesen als ich. Wie immer. Hi. Ach, das ist ein Tierzüchter. Der hat die Wolle. Ja, die haben da auch spezielle Berufe. Je nachdem, was für einen Beruf die dann haben. Oh, hier haben wir eine ganze Menge Kartoffelchen. Je nachdem, was für Berufe die haben, haben die dann verschiedene Sachen. Zum Beispiel ein Schmied oder so, der bietet dann Werkzeuge an oder Eisen und oder Kohle, also was da dazu passt. Ein Viehzüchter, der bietet dann zum Beispiel Wolle an oder Fleisch. Und ja, ein Farmer halt die verschiedenen Feldfrüchte und oder Samen und Brot und was da halt noch daraus hergestellt werden kann, solches Gedönse. Je nachdem, was die halt für einen Beruf haben, dementsprechend, Alter, wie es hier aussieht, dementsprechend bieten die halt das Zeug an. Muss ich mal ein bisschen aufräumen. So, den Ehen lassen wir stehen, der kann dann wieder wachsen. Was ist das denn? Ach, das ist wieder ein Busch, das sah aus wie irgendeine Kartoffel oder so. So, da oben hatte ich irgendwo eine Biene gesehen. Eine Bienenkönigin, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Super. Hast du toll gemacht. So. Oh, ich muss mal strecken. Und es wird schon wieder dunkel. Ach ja, was ich auch noch machen wollte, war eine Axt. Oh! Alter, bin ich jetzt gerade vor diesem fließenden Wasser erschrocken. Ich dachte, das wäre jetzt ein Zischen vom Creeper, Mann. Alter, erschreckt mich nicht so. Boah. Ah, Hilfe. Nee, warte. Hier. Halleluja. Mein armes Herz. Ah. Gut. Jetzt müssen wir erstmal. Oh, 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 guck mal hier. Die Karotte ist gewachsen. Alter, hier ist auch schon wieder fast alles fertig. So, das packe ich jetzt mal hier rein. Hier haben wir nichts mehr. So. Was. Ach ja, genau. Wir wollten uns ja vorbereiten. Für eine Rüstungsreise, so gesehen. Das heißt, wir brauchen auch noch Essen. Wo ist denn... Ach, ich glaube, ich habe den Topf oben gelassen. Ne? Habe ich den Topf oben gelassen? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen noch ein bisschen was zu futtern machen, bevor dass wir losgehen. Ach, Nase.
noch ein bisschen was zu essen machen. Kann ich denn auch mit Beeren diesen Eintopf machen? Nö, schade. Schade. Na gut, wir haben... Ich lasse immer eins frei, eins übrig zum Anbauen und gucke dann, ob das geht. Genau, zum Beispiel so. Bup, bup. Bup, bup, bup. 15. So. Gut, jetzt haben wir wieder aufgefüllt. Der Rest bleibt da. Den Topf nehme ich mit. Genauso wie ich mal das Tinker mitnehme und ein Werkbänkelchen. Und natürlich das Bett nehme ich mit. Aber ich glaube, ich habe... Habe ich hier das Bett oder habe ich das unten? Ich glaube, das liegt unten in der Truhe. So, wenn man so aussieht, sieht das normal aus. Aber wenn man dann nach unten guckt, sieht das aus, als würde ich voll schnell runter. Das ist irgendwie merkwürdig. Wo habe ich das Bett abgelegt? Oder hatte ich... Nee, ich hatte nicht das Spawn-Bett mit. Ich hatte das, glaube ich... Wo hatte ich das denn hin? Das Bettchen. Hatte ich das hier? Ah, hier. Da ist auch die Spitzhacken. So, das Bett, eine Werkbank, Tinker und Topf, ein paar Leitern für alle Fälle. Essen haben wir auch wieder genug, Fackeln haben wir genug. Ich müsste mir vielleicht noch einen Bogen bauen, vielleicht. Was brauche ich? Ach, da muss ich meine Esse wieder auspacken. Moment. Ein Bogen. It's a powerful long range weapon. It provides high damage, but it's less mobile. Ein Kurzbogen. Schnell. For fast movements. Also das ist kurz und schnell und das ist lang, mehr Schaden und weit. Ich schätze mal, ich mache den großen Bogen. Dafür brauchen wir wieder eine Platte, dann diese Bogenwurfarm und eine Bogensehne. Ich glaube, das haben wir noch nicht hergestellt, ne? Also, aber das brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir wieder das. Das müsste es, glaube ich, sein, ne? Bogenwurfschablone, ja. Und das brauchen wir. Da müssen wir aber noch mal mit Holz ran. Weil wir wieder Schablonen machen müssen. So, und einmal das. Und für die Sehne, für die Bogensehne brauche ich... Für die Bogensehne brauche ich leider auch... ich glaube, Strings waren das, wo ich brauche. Ich weiß, das kann ich gar nicht. Ach gut, es ist eigentlich egal, aus was ich das mache. Einmal die Bogensehne. Und ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht. Nö, da brauche ich dann erstmal die Strings für. Hier. Habe ich denn genug Baumwolle noch, um da Fäden rauszuholen? Das war nämlich das, was ich die ganze Zeit über machen wollte. Ah ja, und die Pfeile müssen wir da auch noch bauen. Weil die Pfeile müssen wir auch über Tinker bauen. Und da bringt es nichts, wenn wir dann die normalen Pfeile, wo zum Beispiel die Skelette droppen, das bringt uns nichts. Ups und wups. Ich weiß jetzt gar nicht, reichen da 4 oder brauche ich da mehr?
weiß, es ist dunkel, aber ich würde gerne hier die Baumwolle ernten. Wobei, wir haben ja Baumwolle angesetzt. Wir können die ja regelmäßig ernten, von daher. So, nehmen wir das alles mal mit. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel wir davon brauchen, aber die 16 sollten eigentlich reichen. So, jetzt huscheln wir wieder zu unserer Schmiede und dann müssen wir auch noch die Pfeilspitze und das Ganze machen. Und ich glaube, für den Schaft brauchen wir... Oh nee, ich glaube, wir brauchen auch noch Federn, ne? Ich habe noch keinen Huhn getötet, glaube ich. So, schauen wir mal. Ach, guck, da hat sogar einer gereicht. Da hat sogar einer gereicht. Den lasse ich mal hier. Und da machen wir jetzt... haben wir noch genug Eisen? Das müsste reichen. Müsste. Sicher bin ich nicht. Es müsste. So, das und... Habe ich auch noch Gold? Ja. Gold habe ich auch noch. Sehr schön. So, einmal das. Einmal das und das. So, und dann stellen wir einmal auf Eisen. Ich glaube, zwei Stück waren das, ne? Zwei Stück brauchten wir dafür. Genau, zwei Stück. Lalalalalalala. Und dann brauche ich... eine große Platte. Oh, bin mir nicht sicher, dass das... Hat es gereicht? Oh ja, es hat gereicht. Sehr schön. Eine Platte. Die relativ lange braucht zum Aushärten. Übrigens. Und dann war es das, glaube ich, auch schon, ne? Moment. Eins, zwei. Eins, zwei. Und da haben wir einen formschönen Bogen. Aber wir brauchen immer noch die Pfeile. Die Pfeile hier. Wir brauchen einmal Pfeilspitze. Und das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Federn, die Befiederung, ja. So, also einmal Pfeilspitze, einmal Befiederung und einmal den Pfeilschaft. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Pfeilschaft mit Holz gewesen ist. Nee, Quatsch, den konnte ich auch, den konnte ich damals auch aus Metall machen, glaube ich. Ich baue mal meine Steine. Das ist schon voll lange her. Nee, doch nicht. Die Befiederung kann ich ja auch nicht gießen. Die muss ich ja auch mit Federn machen. Aber die Pfeilspitze, glaube ich, ging. Ja, die Pfeilspitze geht. Oh, sicher, dass der Schaft nicht ging? Ja, komisch. Da brauche ich wohl Holz. Habe ich. Kann ich das Holz oder muss ich da einen Stock nehmen? Ah. Ökologisch. Das ist sehr merkwürdig, weil da kann ich jetzt, glaube ich, wieder gießen. Und dann kann ich via dem Gießen, kann ich dann, ich glaube, einen Eisenschaft machen. Ich weiß es aber nicht zu 100% mehr. Müsste man mal ausprobieren einfach. So, hier einmal. Einmal diese Gussform. Und einmal hier versuchen. Jupp. Ich kann also nur diesen Schaft aus Holz machen und nicht aus Stein. Und kann aber allerdings im Gegenzug
einen Eisenschaft machen. Okay, doch nicht. Okay. Alles klar, dann hat sich da. Ja, aber wir haben immerhin die Gussform. Das reicht. Gut, dann machen wir hier die Eisengussform aus der Pfeilspitze, beziehungsweise die Pfeilspitze aus Eisen, so rum. Und dann müssen wir halt irgendwo mal ein Huhn töten, damit wir Federn kriegen dafür. Das heißt, solange wird das hier gebunkert. Das wird auch gebunkert. Das kommt hier rein. Hier brauche ich jetzt nochmal Holz gerade. Nee, doch hier. Da brauche ich natürlich mehr als ein Holz. Ich brauche wahrscheinlich zwei Holz dafür. Ja, sag ich doch. Zwei große Holzbrocken für so einen kleinen Stiel, weißt du? Das ist auch voll sinnvoll. Das. So, wir haben jetzt zwar einen Bogen, aber können noch nicht sonderlich viel mit dem Bogen anfangen. Aber wir haben schon mal einen Bogen. So, ich würde sagen, wir klauen uns jetzt irgendwo ein paar Weizenkörner und gucken mal, ob wir ein paar Hühnchen finden. Vielleicht können wir welche mitnehmen, ehe wir welche töten. Weizenkörner wollte ich. Die sind, glaube ich, oben. Oh, ich habe Hunger. Entschuldigung. Moment. So, zack. Jetzt sind wir wieder satt. Ach, da kann ich eigentlich, wenn ich schon mal hier bin, hier mal alles schön ernten, dass das wieder neu wachsen kann. So. Oh, na. So, du bleibst da. Das geht mit. Und dann schauen wir mal, ob wir ein paar Hühner finden, die wir hier mit hernehmen können. Für unsere Befiederung. Wo waren wir denn noch nicht? So, jetzt sehe ich wenigstens was. Wir sind schon da oben lang gelaufen. Wir könnten da eigentlich mal in diese Richtung hier laufen. Da ein bisschen erkunden. Und ich habe gerade irgendwas im Auge. Moment. Oh, hör auf. Aua. Ah. So, jetzt aber. Ah je, yeah, da steht ja schon wieder alles voll. So, ich hoffe, ich habe übrigens alles mitgenommen, ne? Werkbank. Gut, jetzt habe ich das Tinker zwar nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir oberhalb alles erkunden, dringend irgendwie den Tinker brauchen. Hühner! Da ist... Alter, das sind sogar schwarze Hühnchen dabei. Hä? Warum? Wieso sind da schwarze Hühner? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber gut, es sind Hühner. Hühnchen. Hühni, komm. Ich würde euch so gerne aufheben und würde euch tragen, wenn das denn ginge. Weil ihr seid ja immer so fucking schnell im Wasser unterwegs. Ne, wie man hier sieht. Naja, ich kann doch erstmal nur eins rüberbringen. Das ist ja egal. Hauptsache mal ein Huhn. Ein Huhn reicht ja auch, weil das legt ja auch ein Ei. Und in dem Ei ist die Chance von, ich weiß nicht, 1 zu 8, dass da ein weiteres Hühnchen schlüpft. Und deswegen ist es eigentlich theoretisch möglich, aus einem Huhn eine ganze Herde zu machen. Theoretisch. Man kann sie aber natürlich auch füttern. Vermehren durch Füttern mit Weizenkörnern. Das geht natürlich auch. Komm, Schnuppi. Warum haben die hier jetzt einen anderen Skin? Ist das von dir, lieber Sinubin? Hast du da irgendwas gemacht, dass die ein bisschen Vielfalt haben? Oder ist das von irgendeiner anderen Mod, die ich jetzt gerade nicht weiß? Oder warum? So, wir haben ein Hühnchen. Juhu. Ich weiß, wir haben jetzt erstmal hier alle Viecher auf einen Schlag.
Aber das macht nichts. Wir können die ja später auch mal, auch irgendwann mal wieder trennen oder so. Das ist ja auch nicht so tragisch. Also rassenmäßig trennen. Und die Zeit ist schon wieder vorbei. Das ist doch Wahnsinn, wie schnell das geht. So, ich mache jetzt hier mal ganz schnell einen Cut, bevor das es halt wieder zu lang wird. Und dann suchen wir uns noch ein zweites Huhn. Da können wir unsere Hühnerzucht aufbauen. Yay! Und unsere Hühnermaschine. Und unsere Hühnermaschine. So als Art Gronkh-Hühner-Spaßbad, nur halt ein bisschen anders da gebaut. Also ich habe die schon selber gebaut, schon lange bevor, dass der mit seinem Spaßbad angefangen hat. Soweit war ich damals mit dem Gucken noch nicht. Und das geht auch mit Maschine und um Werfer und ja, hast du nicht gesehen halt, ne? Und mehr dazu dann aber später mal, wenn es soweit ist, ne? Also bis dann, tschüss.